Meine Passagiere, der Flugkapitän spiegelt 45 heißt Sie recht herzlich willkommen zu einem Flug wohin auch immer. Ich weiß es nicht. Das ist Langolien, Leergolien, Angolien. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich bin ein wenig ratlos. So, da können wir das nette Personal mit drin. Wir gucken uns aber erstmal, das Gummihuhn wird gar nicht angezeigt. Das ist, klickt immer ganz kurz hier auf der Lupe. Ah, wir haben ein Schließfach. Ein Schließfach? Da kann man Dinge verstauen, wenn die Arme nicht zu kurz sind. Ja, aber du hast Freunde mit langen Armen. Es Hilf? Öffnet sich sogar. Wunder der Technik. Wie hast du das gemacht mit deinen viel zu kurzen Armen? Inlight Flight Magazine. Herzlich willkommen an Bord der Billo Air. Billo Air. Der Airline für den knauserigen Fluggast, dem es mehr auf den Preis als auf Komfort und Sicherheit ankommt. News. Billo Air ist stolz in der Liste der unkomfortabelsten Flugreisen Platz 2 belegt zu haben. Platz 1 ist übrigens der ungebremste Absprung aus einem brennenden Doppeldecker voller Skorpione. Dies ist ein Nichtraucher, Nicht-Service und Nicht-Pinkler-Flug. Einzig die Gratis-Zahnseide im Waschraum steht jedem Fluggast zu, da wir ansonsten laut Gesetz als Viehtransport gelten würden. Also ertragen Sie Ihren Flug mit der Billo Air und genießen Sie die kostenlose Zahnseide. Was anderes bleibt euch Geizkrägen auch nicht übrig. Hinsetzen, Klappe halten. Ihr Billo Air Team. Naja, auf jeden Fall gibt's was, ne? Nämlich Zahnseide. Das ist eine gute Sache. Okay, das ist. Hier ist noch ein Schließfach. Komme ich da auch dran? Und wie geht das mit seinen Armen wieder Schließfach, auf? Schließfach, öffne dich. Entschuldige, der musste raus. Und es klappt? Es klappt. Bernd, du kannst zaubern, bist ein Zauberer. Ha, daraus könnte ich einen Fallschirm basteln. Ich habe mir sowas. Und wir springen alle aus dem Flugzeug. Chili-Schaf! Chili-Schaf. Pappbecher und Tasche. Ah. Bitte verkeilen Sie Ihr sperriges Handgepäck unter dem Vordersitz. Okay, hat wahrscheinlich einer vorher da gelassen und nicht mehr rausgekriegt. Kriegt das auf? Hey, ein altmodisches Kassettendiktiergerät. Cool. Wie retro. Aber voll retro, aber cool retro. Ja, Diktiergerät, Rucksack. Was schlägert denn hier eigentlich vorbei? Hat der, das sind doch keine Wolken, das ist irgendwie... Ganz kurz, können wir noch irgendwas... Okay. Ihr gebt doch zu, da schlägert doch irgendwas. Das wird ein Band dran hängen. Vielleicht sind wir auch am Drachen und das ist ein Drachenschwanz. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, Toilettentür, WC. Aha. Da geht man hin, wenn man mal muss. Aber es ist ein Nicht-Pinkler-Flug. Das haben wir schon verstanden. Das scheint die Zahnseide zu sein. Auf die haben wir ein Anrecht. Das haben wir in der Broschüre gelesen. Und insofern... Ich hab gesagt, das Klo bleibt zu. Baby, pass mal auf. Baby, da liegt ein abgekauter Apfel. Baby, pass mal auf. Oh, das ist ein schönes Kissen. Priegel. Wir haben da gelesen, ne? Billo Air. Wenn wir schon mit Billo Air fliegen, Baby, dann will ich auch auf jeden Fall meine Zahnseite. Da bestehe ich Ach drauf. Ach nee, Service fällt aus wegen ist nicht. Okay, können wir ihr das, haben wir das... fällt aus wegen ist nicht. Pass mal auf, können wir den Rucksack echt... Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Doch, Chili hat gesagt, sie wollte dann einen Rucksack... Denn ich muss ganz kurz... Ach, fuck, ich muss mal mit rechts klicken. Hallo? Ja, jemand zu Hause. Okay, bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall unsere... Was haben wir denn hier eigentlich? Einen Kassettenrekorder. Aha. Die Sicherheitshinweise kommen hier noch von der Kassette. Das ist gut. Ich hoffe, die Sicherheitsvorkehrungen kommen dafür nicht aus den 80ern. Naja, wenn ich mir den Flieger so angucke, dann würde ich nicht... Dann sind 80 schon weit gegriffen, die 80er, das ist... Können wir noch was mitmachen? Ich nehme die Kassette mal mit. Jetzt kann ich mir die Sicherheitshinweise auch zu Hause anhören. Toll, wenn ich einen Kassettenrekorder hätte. Wie praktisch, wir haben gerade ein Diktiergerät gefunden, das ist... Oh, schön. Jetzt kann ich die Kassette neu besprechen. Never safe, forever young. Forever young, I want to be forever young. Wir machen mal Forever Young. Das finde ich, ist ein guter Hit gewesen von Alphaville und das machen wir mal. Ein erbärmlicher Versuch meinerseits, die Kassette neu zu besprechen.
fertig. Okay, da gab es, glaube ich, die Möglichkeit, nochmal die Sicherheitsvorkehrungen zu hören. Mal gucken, was Forever Young so gebracht hat. Was denn? Genau, sicher. Ich habe das eben nicht verstanden. Und insofern, ne, ich bin Spiegel 45, da fällt der Groschen eine Pfennigweise. Es ist keine Kassette im Kassettenrekorder. Stewardess würde das merken. Das ist correct. Ich glaube nicht, dass sie sanft und verständnisvoll auf diesen Diebstahl reagieren würde. Alright, das hatte ich in der Tat vergessen. Wir packen der Kassette zurück in die Recorder. Was ein gutes Deutsch gewesen, Freunde. Ihr müsst darauf achten. Fertig. Ich frage der Deutsche in der nächsten Folge ab. Das ist ja, ne? So, Bimmel. Was denn? Was denn? Hier ist die Sicherheits... Ich hab's vergessen. Spiegel 45, hol wie Brot, ne? Und könnten Sie nochmal die Sicherheitsvorkehrungen demonstrieren? Der kleine Bernd möchte bitte aus diesem albernen Spiel abgeholt werden. Okay, Bernd, dann komm mal mit. Wir gehen jetzt beide zusammen in das Broteparadies. Da ist es ganz langweilig. Alles ist mit Raufasertapete voll. Und es gibt so viel Mehlsuppe, wie du trinken kannst. Echt? Nee. Schade. Der kleine Bernd. Möchte aus diesem albernen Spiel abgeholt werden. Na gut, denn das war jetzt Forever Young. Forever Young. I want to be forever young. So, dann machen wir jetzt das Ganze nochmal. Oh, schön. Jetzt kann ich die Kassette neu besprechen. Yes, we can. So, pass mal, jetzt machen wir mal Never Safe. Gibt's auch ein Lied Never Safe? Never Again. Fertig. So, pass mal, dann packen wir die Kassette wieder da rein. Vergesse ich diesmal nicht. Dann drücken wir den roten Knopf. Der kleine Bernd kann aus diesem Spiel abholen. So, Sicherheitsvorkehrungen. Könnten Sie nochmal die Sicherheitsvorkehrungen demonstrieren? Liebe Fluggäste, wenn also, Sie können bla 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 und den Sitzgurt können Sie la 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 und bei Druckverlust bliblablub und die Stewardess zeigt Ihnen nun, wie die Notausgänge geöffnet werden. Das halte ich für keine gute Idee. Bisschen windig hier. Liebe Spieler, macht das bitte, bitte, bitte nie nach. Wir befinden uns in einem albernen Computerspiel. In der Realität würdet ihr jetzt alle schreiend nach draußen gesogen werden. Ah, ich bin nach draußen gesogen. Okay. Über den Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, sind darunter verborgen und dann würde was uns groß und mächtig erscheinen. Plötzlich wichtig und klein, umgekehrt. So, aber... Ich hab gesagt... Ja, genau, pass mal auf, aber ich will mal dann... Das müsste meine Zahnseide. Ich bestehe auf meine Zahnseide. Der Prospekt hat mir das garantiert und insofern fluppdiwuppdi Klo. Pinkeln muss ich nicht. Bernd, bitte. Brot. Knopf. Was denn? Toilette. Ich habe Erdbeeren zwischen den Zähnen. Ich auch. Ich bestehe auf meine gratis Zahnseide. Hier ist der Toilettenschlüssel. Aber nicht dreckig machen. Nein, nein. Danke. Okay, wir haben auf jeden Fall the key of the VC. Das rhymt sich und was hier rhymt ist gut, liebe Leute. The key of the VC und dann gucken wir mal, dass wir dann unsere gratis Zahnseide... Das ist das Gummihühnchen von Guybrush Threepwood. A Robo's Pulley in the Middle. Haha. Okay, Moment. Wir haben the key. Das klingt very good. Wir gehen mal rein. Aber wir können nur die Zahnseite nehmen. Können wir sonst was nehmen? Der Klo ist echt zugekleistert. Vorne haben die das... Tja. Deswegen sieht sie aus, wie es aussieht. Aber wie gesagt, wir sind wegen der Zahnseite da. Zahnseide. Damit beugt man irgendwas mit Zähnen. Okay. Man nutzt es nur.
Ja, ich schon, ich bin Zahnseide-Benutzer. Allerdings sehr viel Zahnseide. Sehr viel Zahnseide. Allerdings eine Nagelschere. Eine Nagelschere? Bin ich schon wieder der Einzige, der sich wundert, warum spitze Gegenstände auf der Flugzeugtoilette rumliegen? Ich nehm's mal mit. Okay, hat da irgendwas einer draufgeschrieben? Ich kann das nicht lesen. Könnte eine Telefonnummer sein. Ich will nur mal ganz kurz hier auf die... In der Lupe ist nichts mehr. Wir können auch da irgendwo... Okay. Gut. Kann ich mit irgendwen reden? Ich glaube, ich kann nicht reden. Okay, wir könnten theoretisch jetzt aussteigen. Können wir mit der nochmal reden? Ach nee, Service fällt aus wegen ist nicht. Okay, dann... Wir stürzen uns jetzt in die Freiheit. Da steht's, Freiheit. Freiheit. Ist das Einzige, was zählt. Und so ist es, liebe Leute. Freiheit ist das Wichtigste, auch wenn wir davon nicht so sonderlich viel haben. Aber die Idee davon ist auf jeden Fall eine gute Vorstellung. Wie klickt das? Ich spring da nicht raus ohne Fallschirm. Darf ich springen? Ja, ja. Bitte, bitte, bitte. Ja. Chili, du darfst. Was denn? So, pass mal auf. Dann gehen wir mal. Können wir denn jetzt hier die Zahnseite mit dem Dings? Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Okay. Mit dem Rucksack? Das hast du nicht gerade. Na okay. Dann pass mal auf. Können wir den Rucksack den Chili geben? Kann die da vielleicht. Hallo? Spieler? Priegel? Das funktioniert so nicht. Das hast du nicht gerade. Ja, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, einen Fallschirm zu. Können wir das hier erstmal zusammenschneiden? Okay. Stück Zahnseide. Können wir das jetzt hier mit der Abdeckplane? Nachtigalle, der Trapsen. So, pass mal, wenn wir hier den Fallschirm. Rucksack? Ein improvisierter Fallschirm. Pardon. Ich habe natürlich auch immer einen Fallschirm in meinem Rucksack. Das müsst ihr mir glauben, das ist so. So, pass mal auf. Können wir jetzt hier mit Bernd? Hallo? Mit Freiheit? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Könnten wir uns das nicht überlegen? Ich habe Höhenangst. Ich auch. Bernd, wir sind genau über Langolien. Jetzt beteilige dich doch mal am improvisierten Fallschirm-Tandemsprung. Chili Power! Oh Gott, oh Gott. daran konnte ich mich nicht erinnern. Interessante aerodynamische Konvergenzerfahrung. Ich glaube, wir müssen jetzt das Kostüm waschen. Dringend. Fast so dringend, wie wir von diesem Baum runterkommen sollen. Aber ich finde das schön, wie die da so im Winde baumeln und ein bisschen Bungee-Jumpen. Was so Zahnseide alles aushält. Aber Zahnseide ist radikal, ey. So, aber wir haben ja, glaube ich, noch die Nagelschere. Genau, die haben wir noch. Aber ich finde, das ist ein Bild für die Götter, wie die drei da so hängen. So vereint, ne, so still. Kann ich irgendwas machen? Ne. Das ist ein Jack? Ein Jack. Schade, dass es keine Statue ist. Dann wäre dieses alberne Spiel endlich vorbei. Ja, der kleine Bernd kann... Ne, das ist... gut, dann befreien wir die Jungs mal. Das ist wahrscheinlich hier falsch. Das könnte gehen. Achtung! Autsch. Und... Mist. So, und wo steckt jetzt dieser Jack Fritz? Ach, ich bin gemeint. Ja, ich bin nicht Jack Fritz, aber wir können ihn suchen. Was haben wir denn hier? Toilette. Noch ein Vertreter der mobilen öffentlichen Notdurftverrichtungsmöglichkeit. Okay, das ist aber ein Schloss. Naja, wie mobil ist diese Version wohl? Können wir da rein? Ob hier auch die Jacks ihre Notdurft verrichten? Das dürfte eng werden, wenn ich mir das Jack so angucke. Das ist, Ob hier auch die... Können wir hier das Ding irgendwie ziehen? Aber wir haben ja noch den Schlüssel. Das ist wahrscheinlich ein Universalschlüssel. Kloschlüssel. Hereinspaziert. Das Klo ist eröffnet. Der Klo ist auf. Ja, wunderbar. Was haben wir? Ein Pümpel. Pümpel. Cool. Ein Pümpel. Will ich das wirklich mitnehmen? Ja, ich hab's gerade genommen. Offensichtlich, genau. Abführmittel. Abführmittel.
Das kann man immer gebrauchen. Nein, ich leide nicht an Verstopfung. Aber gut, nehmen wir es mal mit. Okay, Bernd leidet also nicht an Verstopfung. Ob ja auch die Jacks ihre Notdurft verrichten? Okay, können wir mit Chili reden? Wir können mit gar keinem reden. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Eine Kiste. Aus Holz. Eine Kiste. Quadratisch. Praktisch. Aber auch gut. Ganz berühmte Schokolade. Was haben wir hier? Strohhaufen. Ein Haufen Stroh. Das muss mal so. Das ist eine Hand. Manches in diesem Spiel ist strohdumm. Dann nehme ich mir ein bisschen Stroh drum. War das a Limerick oder was war das, Bernd? Das ist... Aha. Ein bisschen Stroh. Okay, wir haben ein bisschen Stroh. Ne, Stroh, das ist nun mal so. Was haben wir hier? Ein Jack. Irgendwie niedlich. Stimmt. Und geruchsintensiv. Geruchsintensiv. Spielintensiv. Behaupte ich jetzt mal, dass der Ende der Folge bereits erreicht ist und wir sind hier in Langolien. Wenn ich aber richtig verstanden, das sieht aus wie eine Kassette, obwohl ich weiß es nicht. Liebe Leute, ich sag erstmal vielen, vielen Dank für die Zuschauer und wir müssen uns um Jacks kümmern. Das werden wir machen in der nächsten Folge und es ist strohdumm. Das hat er eben gesagt, liebe Leute, in diesem Sinne. Ab in die Rinde, vorhin halt euch vor, ciao, ciao und so weiter, sagt euer Spiegel 45, ciao, ciao.